So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich versuche die nämlich wieder nacheinander hochzuladen. Wir waren einkaufen und haben die Ninja Turtles Pizza von Pizzatainment gesehen, gefunden. Zwei saftige Sorten gibt es da. Jede Sorte hat zwei verschiedene Designs, je nachdem, was euch besser gefällt. Ich habe im letzten Video die hier vorgestellt, diese Crazy Cheese Mix. Da sehen die Turtles genauso aus wie aus der Zeichentrickserie damals. Das war eine Four Cheese und Nacho Style Cheese Sauce Pizza, wo man hinten drauf natürlich wieder total tolle Sachen gewinnen kann. Aber die haben wir in der letzten Folge vorgestellt. Heute geht es um diese, die zweite davon. Das ist nämlich eine Green Double Pepperoni. Das klingt für mich schon viel besser. Hinten steht auch einfach drauf, Pizza mit Gouda, Schnittfest Mozzarella, Pepperoni Salami und Mini Pepperoni Salami. Also deswegen Double, weil es sind große Pepperoni-Scheiben drauf und kleine Pepperoni-Scheiben. Auch hier gibt es wieder etliches Zeug zu gewinnen. Wenn die Eltern den Kindern da was kaufen und sagen, ess mal die Pizza, dann kriegst du noch ein Skateboard hinterher. Und ihr habt hier ein richtig cooles Artwork, richtig cooles Design, wie ich finde. Die Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, die sehen nämlich schon ein bisschen bösartiger und erwachsener aus als das andere Design von der anderen, die so richtig trickartig waren, sehen die hier schon richtig aggressiv und böse aus. Hier habt ihr wieder das Nickelodeon Logo und ansonsten möchte ich euch natürlich die zwei Designs einblenden, die diese Sorte hatte. Da gab es nämlich eine Green Double Pepperoni, da war einfach nur ein einzelner Ninja Turtle drauf. Die war sehr orange, der hatte ein Pizzastück in der Hand. Das sah eigentlich ganz gut aus. War für mich aber ein bisschen zu langweilig, wenn ich mit dem schrillen Design, mit diesem lilanen Mauerhintergrund, wo die aus der Kanalisation rausstürzen, vergleiche. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen vermischt. Ich habe bei der einen das Oldschool-Logo, das Oldschool-Design und bei der anderen eher das New School. Also das scharfe, das Pepperoni-artige habe ich in der New School-Version. Welche Version gefällt euch am besten? Könnt ihr ja mal drunter schreiben bei beiden. Wir wollen die jetzt auch hier aufmachen, rausholen. Mein Geheimnis ist, ich drehe bei beiden gerade das Intro, während die Cheese nämlich im Ofen ist, drehe ich gerade schon das Intro für die Pepperoni-Pizza und hoffe, dass ich da nicht durcheinander komme. So, das sieht auf jeden Fall richtig genial aus, denn hier sind so viele Pepperoni-Scheiben drauf, die alle hier hochgerutscht sind. Und hier in der Mitte habt ihr lauter grüne Soße. Hier steht nämlich Pepperoni und Green Super Sauce. Also grüne Super Soße, was auch immer Super Soße ist, alles von Pizzatainment, die eben auch diese Wario und Waluigi Pizzen gemacht haben, die Super Mario und Luigi Pizzen gemacht haben. Da gab es ja auch zwei verschiedene Sachen, meistens halt auch Käse mit noch mehr Käse und die zweite dann immer irgendeine scharfe Salami. Ihr habt jetzt auch wieder Käse und das andere eine Pepperoni Salami. Irgendwie ist das jetzt nicht so kreativ. Hätten ja auch mal hier eine Bananenpizza machen können, ne? Aber wer da dazu passt, weiß ich nicht. Donkey Kong vielleicht. Jetzt schmeißen wir das weg, das Papier kommt runter. Wollen wir ein bisschen aufräumen oder wollen wir es euch so zeigen? So sieht die jetzt gerade aus. Hier sammelt sich die ganze Pepperoni. Hier ist die ganze Käse. Ich glaube, die, wenn man das... Ach, wunderbar, da gibt es einen einfachen Trick. Ihr tut so, als würdet ihr die zusammenklappen wollen. Und dann habt ihr alles, was da war, auf der Seite. Das ist perfekt. So, da bin ich wieder da. Die Pizza ist fertig, glaube ich zumindest. Die sah kalt, aber irgendwie besser aus als warm. Jetzt sieht das aus wie ein riesen Fettklumpen auf dem Teller drauf. Vor allem, bevor ich es vergesse, muss ich das ja eh mal in die Kamera halten für Thumbnail. Warte, so rum, ich weiß es nicht. Hier die Pizza, hier die Pepperoni. Jetzt, wo alle denken, mein Gott, ist der bescheuert, können wir die auch mal anschneiden. Ihr habt nämlich hier diese grüne Supersoße drauf. Richtige grüne Supersoße, aber wenn mir das alles nicht würzig ist, habe ich wieder mal meine schöne Hot Habanero Sauce mit 3 Chilischoten dabei. Das habe ich eben bei der Cheese auch gemacht. Ich habe die ja beide direkt nacheinander gemacht. Während ich die eine getestet habe, war die andere im Ofen. Mir ist jetzt schon richtig schlecht von der Cheese.
Die Cheese hat mich ja nicht so überzeugt, deswegen bin ich mal gespannt, was die kann. Die müsste ja geschmacklich auf jeden Fall einen Zahn zulegen. Vielleicht bin ich halt einfach nicht so der Käse-Pizza-Freund. Da erwarte ich nämlich immer total viel und werde meistens immer komplett enttäuscht. Aber was willst du bei Käse auch erwarten? Käse ist halt Käse. Selbst wenn sie da 100 Sorten drauf machen, erwarte ich da halt immer zu viel. Und es bleibt aus. Bei so einer schön kräftigen, fettigen Salami, da ist immer Präsenz da. Wenn das noch eine Peperoni ist, dann müsste das ja noch besser sein, noch einfacher. Aber da gibt es auch welche, die schmecken wie Knüppel auf dem Kopf. Und dann gibt es welche, die sind richtig schön lecker. Jetzt sind wir gespannt, wie das hier schmeckt. Mit kleinen Peperonischeiben, mit großen Peperonischeiben. Wir fropfen das mal zusammen, beißen mal hier vorne rein in diese grüne super Soße. Okay, ich glaube, diese grüne Supersoße, so wie Pesto, so ähnlich, total, die schmeckst du auf jeden Fall richtig stark raus, ist Geschmackssache, mir ist jetzt ein bisschen zu aufdringlich, wer den Geschmack mag, der wird sich freuen, dass man die so deutlich rausschmeckt. Mein Problem sind aber gerade diese Salami-Stückchen, also diese Peperoni-Sachen, das schmeckt so stumpf, das schmeckt so... Das ist halt mega fettig und dann ist es nicht schön irgendwie richtig lecker, sondern das ist für mich, weiß ich nicht, irgendwie nix. Jetzt würde ich sogar lieber die Käsepizza essen als die Peperoni-Pizza und das enttäuscht mich jetzt noch mehr, weil ich mich da mega drauf gefreut habe. Es ist ja sogar würzig, also ich würde sogar sagen, da brauchst du nicht mal Soße drauf machen, hier irgendwas, scharfe Soße oder so. Wenn du die isst, hast du trotzdem eine gewisse Schärfe da, die du merkst. Die ist spürbar, das passt. Eine interessante Soße drauf hier, diese grüne Soße, die auch ein bisschen cremig ist. Aber die Salami, ich kann irgendwie mit der Salami nichts anfangen. Die Salami schmeckt für mich einfach total stumpf, total pappig. Da kenne ich auf jeden Fall bessere Salami-Pizzen. Wieder mal muss ich Capital Bra erwähnen mit der Bra-Pizza, wo hier diese Hanfsoße drauf war mit dieser Salami. Die fand ich gut, die Rindersalami. Ich weiß nicht genau, was das hier für Peperoni-Sachen sind, aus was. Schmeckt für mich aber leider nicht so gut. Das heißt, zweimal 4 Euro noch was für eine richtig überteuerte Pizzatainment-Pizza rausgebuddert. Zweimal enttäuscht. Und dann ist die, auf die ich mich mehr gefreut habe, noch die größere Enttäuschung. Ich werde das natürlich essen, aber... Es ist auf jeden Fall gerade kein Genuss, leider. Es ist auch noch warm, es ist gerade frisch aus dem Ofen rausgekommen, aber es schmeckt für mich einfach nicht gut. Ich weiß nicht warum. Der anfängliche Plan war ja sogar, sich alle 4 Designs zu holen. Das heißt, zweimal das Käse-Design, zweimal dieses Peperoni, Green Double Peperoni-Design zu holen. Bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Über 8 Euro gespart. Ich werde es jetzt nochmal probieren hier mit dieser Hot Habanero Sauce. Dafür nehme ich aber nochmal ein komplett neues Stück, was ich vorne das wieder schön drauf tröpfeln kann und dann reinbeißen kann. Und mich würde das jetzt total wundern, wenn Pupsi diese Pizza schmeckt. Ich habe sie eben probieren lassen von der Käse. Sie hat gesagt, ja, die schmeckt eigentlich ganz gut. Ich habe gesagt, ich finde sie halt nicht so besonders. Sie, naja, was Besonderes ist es nicht. Aber man kann es essen, kann ich nachvollziehen. Aber die dürfte ihr zu fettig sein und zu muffig schmecken. So, was soll ich sagen? Die Fuego Hot Habanero Sauce wertet das Ganze natürlich wieder ein bisschen auf. Es schmeckt jetzt besser als ohne diese Soße. Aber das, wie auch immer, soll ja nicht das Ziel sein. Du möchtest ja eine Pizza kaufen, die einfach so essen können und die soll so schmecken, wie sie ist. Und nicht, dass du dir irgendeine scharfe Soße drauf machst, sodass du diesen Habanero-Geschmack hast und der diesen stumpfen Salami-Geschmack übertünchert. Ist hier jetzt leider so. So kann ich es aber jetzt auch essen, aber ist nicht das Ziel. Da habe ich schon bessere probiert. Ich bin wieder mal enttäuscht. Wenn ihr die kennt, schreibt sie in die Kommentare. Würdet ihr euch die hier auch holen oder habt ihr von der Wario und Luigi und Mario und Luigi, Wario, Wario, Pizza noch genug? Dann schreibt es rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt haue ich mir nochmal hier die Plörre drauf und dann... Keine Ahnung. Zum Glück gibt es Habanero-Soße. Damit schmeckt einfach alles.